So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Dieses Mal habe ich mir Yu-Gi-Oh! Death Pro vorgenommen, aber ich bin hier nicht alleine. Ich habe mir noch zwei Kollegen geschnappt, die auch Yu-Gi-Oh! Spielen. Hallo. Genau. Hi. Einmal, kannst du dich ja mal kurz selber vorstellen, das ist der jetzt auch hier in der Aufnahme spielt. Ich spiele diesmal nicht. Genau, also nicht Shining Phoenix, diesmal Chiara Minori und Bene. Genau, und sein Partner in diesem Tech-Duell, kannst starten übrigens, ist... Ja, also ich bin King Keule und ich spiele heute mit den Gadgets. Papier, komm, Papier. Ach, hier konnten sie uns gleich eiskalt mit Schere auf. Ja, genau. Mann. Oh, das hast du noch ein bisschen üben, ne? Ja, ein bisschen. Wir sind dazu gekommen, dazu ein Let's Play zu machen, weil... Ja, wir haben einfach mal auf YouTube nach Let's Plays zu dem Spiel geguckt, nach deutschen, muss man dazu sagen. Und naja, wir haben nichts gefunden. Waren alles Lappen. Ja, aber dauerhaft. Also aus den USA gibt es ja irgendwie Galactic God oder so. Der macht eigentlich auch ganz gute Let's Plays, aber naja, es gibt halt nichts Gutes Deutsches. Wir haben zumindest nichts gefunden und wir fühlten uns dazu gezwungen, ein LP zu machen dazu. Oh. Ja, es war ziemlich schlimm. Wir haben beide Augen- und Ohrenkrebs bekommen. Ja, aber übelst. Oh, das war echt ein bisschen anstrengend. Oh, guck mal, das läuft doch richtig gut am Anfang. Genau. Na, ja, komm, hier, zack, zack. Ja, falls ihr anderer Meinung seid und meint, es gibt doch irgendwie Let's Plays dazu gute, dann schickt mal gerne einen Link. Ich sehe mir das gerne an oder wir sehen uns das gerne an und beurteilen das dann. Ob das nicht doch nur Lappen sind oder so. Zack. Ja, mehr gibt es eigentlich erstmal nicht dazu zu sagen. Genau, Bene ist ja jetzt gerade dran und er spielt Gishki. Das Deck ist super. Ja, auch mal, wir wollen auch mal ein bisschen Non-Meta-Decks spielen. Genau. Also nicht Elementardrachen, Prophecy, Firefist, Mermail und was da sonst für Meta-Decks eben gehört. So, das sind so ziemlich alle Decks, die ich spiele. Ja, komm. Lauf ja, wir. Das sind letztendlich Meta-Decks, weil sie eben auch effektiv sind. Ja, das ist das Problem. Guck mal, sieht's aus. Das sieht so alles nach Heldendeck genau, aus. Genau, der Effekt von Dicken, muss man dazu sagen. Man zahlt 1000 Lebenspunkte, zieht eine Karte. Und wenn es ein Gishki-Monster ist, kann man es vorzeigen und dann eine Karte zurück ins Deck mischen. Ja. Das ist bestimmt Verwandlungsgrupp verdeckt. Irgendwie sieht das so nach Helden aus. Ja. Na, Verwandlungsgrupp ist ja ziemlich dämlich, dass er noch drei Handkarten übrig hat. Ja, ein bisschen. Nee, Blödsinn. Ja, nichts Verwandlungsgrupp. Vielleicht wieder der Clayman. Ja, doch, das muss Clayman sein, genau. Geil. Ja, wobei, solche Spiele glaube ich nicht Photonen. Verwandlungsgrupp hast du ja mal gespielt, oder? Zack. Ja, ja, gleich noch wieder angefangen habe. Das Deck war episch. Ja, komm, das war voll geil. Das war nicht das Beste, aber ich konnte halbwegs damit spielen. Genau. Oh, das ist voll geil. Ich komme mir gerade voll überflüssig vor. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, natürlich, ne? Du kannst ein bisschen zurücklehnen. So, wenn gleich Colin dran ist, dann wird natürlich seine Hand verdeckt sein. Deswegen wird er halt ein bisschen zu seiner Hand kommentieren. Und ja, mal sehen, ob ich da auch noch irgendwie was zu sagen oder so. Ich kenne mich mit seinem Gadget-Stack jetzt nicht ganz so gut aus. Also ich könnte es wahrscheinlich spielen, aber längst nicht so effektiv wie er, weil, naja, er hat es schon öfter gespielt. Ich glaube, ich hatte es einmal irgendwie testweise gespielt oder so, aber es hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber das seht ihr gleich. Guck mal, da kann ich doch wenn denn Bene endlich mal fertig ist. Auf die Zeit. Ja, Bene hat ja mal schöne Loops gestartet, Zeit ist ja noch ohne zweimal Zielgigas zu rufen. Zack, mal sehen. Na, geht noch, ihn kann ich holen, bringt aber halt nicht so viel. Kann ich noch einen Gishki-Monster holen? Kann ja aber nichts machen. Gishki ist eben ein ziemlich explosives Deck. Wenn er jetzt keine Spiegelkraft hat, dann sieht es ziemlich schlecht für die aus. Oh, naja, scheint jetzt nicht so die Bombe zu sein. Nee, nicht wirklich. So, willst du noch den Decken? Nee, die sind viel besser dazu. Ja, alleine auf dem Feld. Ja, mal schauen, wenn er schwarzes Loch hat, dann hat er das, was soll's. Theoretisch könnte Colin ja auch den Effekt nutzen und einfach mal 2000 Lebenspunkte zahlen und zwei Karten ziehen. Warum nicht, ne? So viel wie wir haben. Plus 2 für die 2 Life Points. Sind eher in Führung gerade. Also Dragon Bahamut. Bahamut könnte auf Evil's Farm hindeuten. Ja. Oder auf Mermaid oder so eine Art und Bahamut High. Ja. Oder auf Drachensack wegen Bravo. Oder vielleicht auf Final Fantasy, ein Bahamut. Ja, kann auf alles mögliche. Ganz ehrlich, das sieht so ein bisschen nach Verbindung verloren aus. Ich wollte einfach nochmal sagen. Tja, das, zum Deck kann man im Moment nicht viel sagen. Ja, der hat nicht allzu viel gemacht. Okay, dann aber was bleibt ihm auch anderes übrig? Wenn man jetzt nicht gerade irgendwie so ein... gut, der hätte schwarzes Loch rausholen können, hat er wahrscheinlich nicht auf der Hand. Okay, jetzt ist mein Zug. Also ich habe ein Gadget auf der Hand, eine Double Summon,
Zweimal ruft der Gearten, einen schönen Topf und einen mystischen Raumtreffen. Ja, das läuft doch super. Die mittlere hatte er ja schon auf dem Feld, die mittlere verdeckte. Also da macht das man noch wahrscheinlich nichts. Genau, die mittlere scheint nichts Besonderes zu sein. Alles ist ein Reisender sein. Da zerstöre ich erstmal eine schöne Karte. Ja. Genau. Komm, hau weg den Mist. Ich wusste es! Das war ein schönes Let's Play. Ja. Ich wusste es. Ich würde mal sagen, das war einfach so die erste Folge, um mal so ein bisschen zu zeigen, was für Noobs unterwegs sind auf Deathrow. Es geht derbe auf die Eier, wenn man einfach irgendwie was machen will und die dann sofort rausgehen. Ich meine, Colin hatte jetzt ein bisschen erklärt, ein bisschen länger überlegt, aber deswegen muss man nicht gleich rausgehen oder so. Ja, mein Zug ging auch jetzt irre lang. Was soll das? Naja, ich würde sagen, wir essen gleich erstmal was und gucken mal, ob wir danach nochmal was aufnehmen. Ja. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Was kann nicht betreten werden? Was kann nicht betreten werden? Das ist natürlich richtig geil. Achso, voll. Ah, ich bin voll. 3, 2, 1. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Deathrow. Die erste Folge, oder vielleicht schneide ich das auch noch mit in die erste Folge rein, weil, naja, das kann man nicht wirklich als Duell bezeichnen, was wir da hatten. Sind direkt rausgegangen. Passiert gerade mal häufiger. Jo. Die beiden davon können mehr, die eigentlich spielen nicht ganz so viel online. Ja, das ist eine Frage. Es ist ziemlich anstrengend. Ja, es ist peinlich. Ja, wir warten jetzt gerade hier noch, dass irgendeiner da reinkommt. In der Hoffnung, dass die diesmal länger drin bleiben, damit Colin wenigstens auch mal irgendwas machen kann. Ey, jetzt ohne kann ich gerade die Raumfeldkunde. Ja, okay, ja, okay, geil, da kann man nichts gegen sagen. Du hast ein Mystischen gespielt, das war auch geil. Echt heftig. Da wäre ich vielleicht auch rausgegangen. Ja, ne? War ziemlich angsteinflößend. Da haben wir doch einen Lampen drin. Und der ersten Haken, wir machen den Spiel starten. Los geht's! Ja, mit den Gischkis. Genau, wir haben das. Wir haben das. Ach, das ist ein tolles Bild. Okay. Papier, komm, Papier. Ich wusste irgendwie, dass es dir gefällt. Okay. Ja, ich hab die beiden nehmen nochmal wieder dieselben Decks. Genau. Dieselben Decks verwenden. Wir haben ein Gischki-Deck und natürlich auch ein Gadget-Deck. Ja, das war auch super rein. Genau. Kann er super spielen. Ja, dann hau mal rein. So, dann leg ich mal gleich mal los. Dann ist doch gar nicht so schlecht. Mal eine Teufelsches hätten. Und noch die Zwangs, das ist doch super. Man muss ja keine Angst davor, schweren Sturm haben. Ja, genau, das ist ganz entspannt. So, erstmal die Gischki-Kette. Seit einiger Zeit. Die ist ja ganz knapp bei dem Deck. Ja. Effekt mal sehen oder Verschleierrand. Nö. So, wollen wir erstmal die drei Karten, die wir jetzt in beliebiger Reihenfolge zurücklegen können. Mal schaue ich mal. Hier meine kleinen hier. Die Teuflische. So, ist doch ganz gut so. Kommt jetzt erst die Auswahl. Ah ja, verdammt. Ja, das hatte ich schon öfters. Musst du ja wahrscheinlich eh gleich wieder mischen, oder? Ja, für die Auswahl. Von daher gucken wir erstmal. Nächste Runde kriege ich dann auf jeden Fall was. Da kriege ich dann was ordentliches auf die Hand. So, mehr muss ich gar nicht machen. Mal sehen, ob der Gegner anspruchsvoll kann. Wird, sagen wir mal so. Ja, wir hatten bei dem, wir hatten das Replay von dem letzten Level nochmal abgespeichert und uns das nochmal angeguckt. Der eine hatte ein Proton-Deck, so wie es aussah, und der andere, ja, man weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, ein Tag voller Frieden. Nee, da will ich auf jeden Fall nichts an Captain Exodia heißen. Ja, hoffentlich nicht. Ja, das wäre penetrant. Wieso nicht? Grabwächter. Geht noch ganz in Ordnung, wenn er nicht vernünftig spielt. Gut, Grabwächter kann ich persönlich mal wieder nicht zu sagen. ich kenne die Decks, die ich selber spiele natürlich, und die, die die spielen, kenne ich auch inzwischen, aber ich spiele halt nicht so oft online. Tja, also Grabwächter baut vor allem auf Tal der Toten. Ist das der Reisebus? Ja, das ist der Reisebus. Okay. Ich glaube, er hat das falsche Monster ausgespielt oder Verbindung verloren. Boah, das ist ein ziemlich komischer Mix, der eventuell funktionieren könnte. Genau, man weiß es noch nicht. Obwohl es ziemlich komisch ist, den Reisebus einfach zum anderen Modus zu spielen. Genau. Ja, der konnte ja, der Effekt war, wenn es halt auf den Friedhof gelegt hat, Monster zu ins Deck mischen. Und normalerweise dann perfekt mit der Tourguide verbinden, aber... Ja. Okay, nee, ich will immer noch keine teuflische Anketten. Für welchen Effekt denn? Hallo? Von Turbos ist doch verletzlich. Annulieren. Okay. Ja, also in meiner Hand kann man auf dem Bildschirm ja nicht sehen. Die ist auf meinem eigenen Computer gerade zu sehen. Die sieht ganz gut aus. Also Spiel mit Gadgets. Ich habe zwei Gadgets in der Hand. Eine Doppelbeschwörung, ein schwarzes Loch und eine schöne Lanze. Zusammen mit einer Triebefestung. Genau, die Festung. Dann machen wir einfach mal ein schönes Gadget.
Aber einfach plus das Sorgen. Praktische daran ist, dass sie sich automatisch immer gegenseitig raussuchen können, sobald man sie ruft. Kann man gleich Kartenvorteile erwirtschaften. Was hat der da? Ach, nicht schlimm, damit holt er sich, glaube ich, wieder einen auf die Hand, soweit ich weiß. Nee, das gibt immer Schaden, wenn ein Monster im Friedhof landet. Ach so, oh ja, das war das. Ist eine steinalte Karte. Nett, sowas mal wieder zu sehen. Ja. Zwar nicht gerade das Effektivste, aber was soll's. Verbindung verloren. Ja, die Doppelbeschwörung erlaubt mir gleich noch ein Gadget zu rufen. Schluss ohne Ende. So mag ich sie. Genau. Da kann ich gleich Apparat ausspielen, den ich mir gerade eben jetzt rausgesucht habe und mir noch einen dazu suchen. Der Rote sucht, glaube ich, den gelben raus, der Grüne den roten. Kannst dann auch gut meine Kette benutzen, falls du brauchst. Grün, Rot, Gelb ist aber reinvoll. Ja, was soll ich gerade mit der Kette anfangen? Ja. Wenn du brauchst. Ich nicht gerade für den Text analysieren. Naja, ich würde sagen, einfach draufkloppen erstmal. Ja, ein bisschen Schaden anrichten. Achso, teuflische. Achso, die Gischki-Kette meinst du? Ja, doch nicht die teuflische. Ich bin mal teuflische Kette ausgegangen. Was denn? Ja, negier deinen eigenen Effekte. Bam. Genau. Gib ihnen einen Vorteil. Da hatte ich schon, naja. Ich weiß nicht, was du dir gedacht hast. Hey, dann der, der Turbus könnte dann theoretisch nicht angreifen. Ja. Ja, wenn sie eh zerstört wird. Das ist auch viel. Komm, jetzt Die Gischki-Kette stirbt, kann ich die Karten sortieren, ne? Komm schon. Wenigstens der Spiegelkraft. Ne, nix. Gar nichts, echt? Halt nicht so. Ja, dann überlegt noch, er überlegt noch. Ja, nee, er hat gerade keinen Schaden gemacht. Ne. Was hier passiert? Ach, Tag voller Frieden, natürlich. Ja, klar. Ja, super, ey. Jetzt mal wieder. Na, ja, okay. Tag voller Frieden hatten wir vergessen. Ja. Das haben sie uns angekrallt, deswegen Verbindung verloren. Die können uns hören. Ja, so sieht's aus. Ja, und sowas passiert ziemlich oft. Speichern? Wenn wir das so ja, das ist Bullshit einfach nur gewesen. Beende das mal. Die Aufnahme beendet wird damit auch beendet. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielleicht nächste Folge, vielleicht noch in dieser Folge. Bis dann. Ciao.